Natürlich müssen wir die Wunde auch ausbrennen. Ansonsten verbluten wir. Das habe ich, glaube ich, beim ersten Mal nicht gemacht. So, wie lange denn noch? Wann glüht es rot? So, das sollte reichen. Freund, wo willst du hin? So, ich hätte gerne eine andere. Da ist das Beil. Das Beil nehmen wir. Eine Säge würde viel zu lange dauern und das wäre viel zu schmerzhaft. Vielleicht landet mal in Ohnmacht oder so. Das wollen wir ja auch nicht. Allerdings wollen wir uns eigentlich auch keinen Finger abschneiden. So, was haben wir hier? Das sind wahrscheinlich Schmerztabletten. Vor der Kamera den Finger abschneiden. Das ist auch. Das ist. Boah, wie man so sadistisch sein kann, das verstehe ich einfach nicht. Was haben wir hier? Kneifzange. Na, wir legen einfach mal alles bereit. Einfach mal gucken, was wir hier alles haben. Ein Fleischermesser hätten wir hier theoretisch auch noch. Irgendwas vergessen noch? Die Säge legen wir einfach mal auch auf den Tisch. Nur um mal zu sehen, was wir alles benutzen könnten. Ich weiß auch schon genau, was ich benutzen werde. Noch 3 Minuten und 30 Sekunden. Aber hier ist nichts mehr. Hier können wir uns nur hinsetzen. Und ich würde mal sagen, jetzt beginnt der schmerzhafte Teil. Also erstmal eintrinken. Oder auch 2 oder 3. Bis wir nichts mehr fühlen. Und noch ein. Immer runter damit. Alkohol dämpft den Schmerz. Ah, noch ein bisschen. Obwohl, ne, das reicht eigentlich. Sie haben noch 3 Minuten. So, jetzt würde ich mir gerne noch ein paar. Man soll das zwar nicht kombinieren, aber ich pfeife mir noch ein paar Schmerzmittel rein. Ah, ne, desinfizieren. Okay. So, Alkohol fängt jetzt langsam an zu wirken. Und ich will mal sagen, jetzt. Ja. Tun wir mal, was wir leider tun müssen. Können wir uns das im Mund stecken? Ja, zum Draufbeißen. So. Dann jetzt. Das Fleischerbeil. Ganz ruhig durchatmen. Sie haben noch 2 Minuten und 30 Sekunden. Ruhig bleiben. Wir machen es. Ganz ruhig bleiben. Ganz ruhig bleiben. Das erste, was wir danach machen, ist. Oh Gott, ich. Ach. Das ist einfach zu brutal. So. L1. R1. Zielen. Und. Ah. Ah. Oh, was für ein kranker Scheiß das auch ist. Aber er tut nun mal alles, um seinen Sohn zu retten.
Ruhig bleiben, ganz ruhig bleiben, ganz ruhig, 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 ruhig. Ich sag ruhig bleiben, ja, ich bin auch ein Depp. So, jetzt musst du... Unter dem Tisch. Ich kann dich jetzt nicht die Wunde ausbrennen. Na, komm, ich dreh dich um. So. So. So, was haben wir denn da? Der nächste Hinweis. Da ist wieder Sean. So. 842. Ich tippe mal auf Roosevelt. Ach man, hätten wir das mit dem Ausbrennen vorher machen müssen. Scheiße. Hätte ich das mal gewusst. Jetzt hat Isenmaß einen Hinweis dazu gewonnen, allerdings hat er einen Finger verloren. Eieiei. Ja los, Ladebildschirm, mach ein wenig schneller. Ja, das war damals echt, hat das gedauert. Bis da mal was kam. Los jetzt! Zuschauer warten! Dankeschön! Jetzt geht es wieder weiter mit Madison. Positiv, Lieutenant. Sind in Position. Perfekt. Keiner rührt sich, bis ich den Befehl gebe. Klar? Wir krallen ihn uns, sobald er rauskommt. Okay, Lieutenant. Zum Glück hat die Streife den Wagen gesehen. Was macht er da drin? Wer weiß? Sie sind hier der Profiler. Sitzen direkt im Hirn des Mörders. Das ist es ja. Was ich von Ethan Mars weiß, passt überhaupt nicht ins Profil des Killers. Die Geschworenen verlassen sich eher auf Beweise als auf ihre Theorien. Ja, wie man es nimmt, ne? Also die Geschworenen auf jeden Fall. Was macht die Kleine da? Wenn Mars rauskommt, wird's gefährlich für sie. Und jetzt? Soll sie raus? Nein, zurückbleiben. So, wir verfolgen ihn jetzt wohl. Wahrscheinlich hat sie einen Zettel gefunden oder sowas, durch den sie da hinkommt. Ich bin jetzt einfach mal ganz zielstrebig in das Gebäude rein. Sie geht rein. Vielleicht wohnt sie da. Wie auch immer, da darf auf jeden Fall keiner rumhängen, wenn Mars rauskommt. Ethan, was ist los? Die Polizei, da draußen, ich glaube, die wollen sie verhaften. Wir müssen woanders raus. Scheiße, was macht der bloß da drin? Auf meinen Befehl geht's los. Fenster. So. Brauch irgendwas zum... Wollen wir das wegmachen? So, weg damit. Und die nächste. So, vorsichtig, 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 vorsichtig. Und weg. Verdammt. Also runter. Und nach. Ist aber mal sehr typisch, durchs Fenster zu flüchten. So. So, jetzt haben wir genug. Oder noch eins. Und da würden wir rauskommen. Scheiße.
Es ist zu hoch. Dann nehmen wir doch. Ich sehe hier nichts. So, nehmen wir doch diese Kiste da. Können wir die nehmen? Also die Bewegungssteuerung hier war auch nicht gerade das Gelbe vom Ei. So. Diese Kiste da, die können wir nehmen. Und schieben. Höchstwahrscheinlich hört man jetzt meinen Controller. Zugriff auf meinen Befehl. Sie bleiben hier, Jake. Kommt nicht in Frage. Ich komme mit Ihnen. Zwei Männer an die Tür. Position halten. Zugriff. So. Schlag auf. So. Los, hier entlang. Schneller. Los. Sie sind fast drin. Mach hin. Na komm. Und rüber. Keiner da. Verdammt. Hey, stehen bleiben! Ich schieße! Beeilung! Schnell! Ich kann nicht. Hände hoch! Scheiße. Lieutenant? Ein Mann und eine Frau kamen aus der Gasse. Eine Frau? Scheiße! Die ist doch vorhin rein! Alle Mann runter! In die Gasse! Hinterher! Wir müssen in die U-Bahn. Die U-Bahn. Jetzt müssen wir eben durch die Autos durchkommen. Dadurch... dann hier herum. Dem vorbei. Und hier. Boah, diese Steuerung. Alter. Los, mach hinne. So. Das Schöne an Heavy Rain ist, egal wie oft man spielt, man kann immer wieder ein neues Ende bekommen. 40 verschiedene Enden, das muss man sich mal vorstellen. Oh Gott, sein Albtraum. Menschenmassen. Ethan, was ist los? Wir müssen weiter. Ethan, sie kommen. So, da hinten müssen wir runter. Irgendwie müssen wir da runterkommen. So. Ganz vorsichtig. Wollt ihr das ja auch direkt an alle auf einen zugehen? Das ist ja zum Kotzen. Los, bewegt euch. Los, weg da. Aus dem Weg. Sieh zu. Weg. Wo kommen wir denn lang? Da komm mal durch. Vorsicht! Hey! Pass auf, wo du hinläufst, du Wichser! An die Schnauze! Au! Hey, pass auf, Mann! Polizei! Halt oder ich schieße! Ja, wohin denn? Ja, scheiße, Bahn verpasst. Komm. Schnell! Schnell, Ethan, schnell! Die erwischt uns gleich! Los, auf die andere Seite. Komm schon. Und. Hoch. Ach, komm hoch. Komm hoch, bevor der Zug kommt. Los. Das war scharf, Alter. Das ist die einzige Chance, Ethan. Wir müssen in die Bahn. Ja, dann komm. Gut. Sind wir ihm entkommen. Gott sei Dank. Aber Ethan ist nicht der Killer. Das muss man ihm jetzt einfach mal sagen. Weil es ist kein Verhalten für einen Killer. Weiß nicht. Ein Killer schneidet sich nicht selbst die Hand ab. Beziehungsweise den Finger. Oder kriecht durch
Ein Elektrozaun. Das macht er nicht. Nee, nee.